So, hallo meine lieben Kunstbanause und herzlich willkommen zu einer weiteren Rückenschmerzen-Folge Cyberpunk 2077 hier auf meinem wunderschönen Channelchen. Ich hoffe, ihr seid auch so froh Mutes wie ich. Wir machen immer noch Quests, wir klappern diese ganzen Fragezeichen hier ab. Ich glaube, das dürfte jetzt so ziemlich das letzte Fragezeichen sein. Wir haben fast alle Nebenmissionen abgeschlossen, das heißt, wir haben nur noch diese eine Nebenmission, glaube ich. Gucken wir nochmal gründlich über die Karte. Ja. Was schreibt denn der? Hey, ich denke immer noch ständig an unser kleines Abenteuer. Total geil, so muss man leben am Limit. Es gibt halt nichts Geiles als so einen Straßenrunner, oder? Yo! Eben, ich möchte jetzt so viele Nebenmissionen noch machen, wie es noch irgendwie geht, bevor ich das Spiel abschließe, weil ich weiß ganz genau, wenn ich das Spiel abschließe, habe ich keine Birke mehr. Gott sei mit dir, wie? Es gibt einen Mann, der bestraft werden muss. Das ist was Persönliches. Deshalb zahle ich mehr als sonst. Infos anbei. Ich verlasse mich auf dich. Der ganzen Lade ist ja voll. Wenn ich jetzt wüsste, wo der wäre, dann könnte ich den ganz easy ausschalten, ne? Ist der? Sangrino. Aber Name steht keiner da, ne? Otis Bonaparte. Ich glaube, durch die Tür muss ich durch, ne? Toilette. Noch eine Toilette. Sicario. Vielleicht nicht noch ein Ping oder so? Pfeifen? Was bringt Pfeifen? Oh Mann, das ist lustig, das ist wie Assassin's Creed, Mann. Was? Na, die sind ein bisschen aufgeschreckt, hä?
Komm raus, verdammt! Sonst kratze ich dein Warte noch ab! Scheiße. Kacke, kacke, kacke. Aber wo ist denn der Typ auch? Und dann könnte ich dem einen gezielt... Aber dann will der ja wieder einen Beweis haben, ne? Geben, oder? Es ist halt absolut nicht variabel, gell? Also die Kugel, die geht wirklich dorthin, wo man hinzählt. War ja klar, ne? Bitch. Dank dir werde ich Karubo auf seiner letzten Reise aus der irdischen Existenz begleiten. Eine erfreuliche Überraschung. Auftrag abgeschlossen. Ja, immer du seist gepriesen, wie. Gut, jetzt checken wir die Karte ab. Wo sind noch Fragezeichen, Leute? Wo sind noch Fragezeichen? Die kann man gerne mal übersehen. Hier, das hier, diese mache ich nicht. Habe ich schon ein paar Mal erklärt, warum ich die nicht mache. Hier ist noch eins. Ich mache diese nicht, weil das nämlich Schlägereien-Missionen sind. Beat on the Bread, das heißt im Prinzip so eine Art Turnier, ne? Also Boxturnier. Kann ich nicht machen. Bin ich zu blöd dafür. Und bin nicht geskillt vor allen Dingen auf diese Quests, ne? Und ich bin jetzt auch schon stundenlang an dem Game dran. Ich würde wirklich mal sagen... Also wer das komplett durchrattert, die ganzen Missionen macht und so weiter, Respekt, mein Freund. Also Respekt. Bin jetzt auch schon richtig lange dran. Aber machbar. Machbar ist es auf jeden Fall. Aber so wie ich das sehe, ist das letzte Fragezeichen. Würde mal sagen. Schwarzen Magen.
Soll ich gerade mal noch was gucken? Ich wollte jetzt noch meine Waffe ein wenig pepen. Und zwar nicht, dass ich wollte die hier ein wenig pepen. Oh, macht die nicht jetzt schön Damage? Schön. Ich kann natürlich, ich glaube, doch, auch die Sachen kann ich hier upgraden. Eigentlich keine blöde Idee, ne? Aber ich hätte die halt, bevor ich das upgrade, möchte ich das halt alles auf Gold haben, ne? Ist dann halt schon viel, viel besser. Und da möchte ich halt im Prinzip die komplette Johnny-Sachen auf Legendär haben. Was ich aber leider nicht kann, weil... Wo ist es? Charakter. Ich brauche dafür Stufe 18. Natürlich kann ich da schon mal damit anfangen. Noch zwei Level und dann habe ich's. Ah ja, okay. Das hier ist noch praktisch. Ermöglicht das Umwandeln von Items von niedriger Qualität in hochwertiger. Das ist doch noch besser. So. Also es gibt so geile, also der Baum ist halt natürlich viel, viel zu überlaufen. Granatenversorgung, Nachschladegeschwindigkeit, smarter Waffen um 5%. Aber da gibt es schon ein paar coole Sachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine dicke Waffe zerlege, dann hole ich wirklich gutes Zeug raus, ne? Das, Alter. 633 Damage. Die macht mehr als meine jetzige. Thermalschaden, kritischer Trefferschancen, kritischer Schaden. Powerkugel können durch Oberflächen abprallen. Thermalschaden, kritischer Schaden, Chancen auf Bluten, Chancen auf Brennen, Chancen auf Vergiften, Chancen auf Stromschläge. Kopfschussmultiplikator. Und die hier? Alter, die macht pur Damage. Die will ich jetzt mal ausprobieren bei der nächsten Mission. Alter, hui, ja. Bleib doch mal hier. Einfach. Tschüss, mein liebes Motorrad. Ficken das Fickviech. Ah, die bumst wahrscheinlich ein bisschen zu sehr. Die hat ein bisschen zu starker Rückstoß. Beine am Tank. Immer Beine am Tank beim Motorrad. Ey, ich hab dir noch einen Kampf, bla. Nee, danke, ich mag keinen Kampf. Pacifica auch noch. Sebastian, Pavel. Ich habe Arbeit. Du musst dein Auto zurückholen. Aus den Händen von Sixth Street.
Anbei findest du Infos zum Auto und seinem Besitzer. Jake will seine Ghostbusters-Auto zurück, geht zur Werkstatt, ist du leider den Virus hoch, den ich dir geschickt habe, dann hol die Karre, wir kriegen den Bonus, wenn auch deine Krankheit ist, die Bezahlung kann sich sehen lassen. Okay. Zwei Schuss sind drin, vier. Hey, Bitches. Ah, Thermalschaden. Nicht hinter dem Auto. Komm jetzt her. Zurzeit voll viel blaue Waffen, ne? Also die Waffe taugt nicht unbedingt was. Oh, was ist das? Legendäres Upgrade-Teil. Auftrag lebenswert. Aber die wumst halt, ne? Hat aber halt nur vier Schuss. Vorsichtig aber erfahren, dann kriegen wir einen Bonus. Ist schon wieder los. Also echt nur der Witz, oder? Schön einpacken, Leute, ne? So macht das am meisten Spaß, ne? Aussteigen, aussteigen. Hey, Bro. Du hast mir echt den Arsch gerettet, vielen Dank. Kostet doppelt so viel, mein Freund. Was ist mit dem Auto? Verkaufst du es? Muss ich wohl irgendwann. Ich kenne einen in Sacramento. Sammler. Der wird mich gut bezahlen. Aber erstmal nehme ich es mir vor und hübsche es noch ein bisschen auf. Ich an deiner Stelle würde schleunigst abhauen. Die von Sixth Street werden überall nach der Schönheit suchen. Ich hau heute noch ab. Wie Onkel Esteves immer sagte, wenn du entscheiden musst, ob du dein Auto oder irgendwem den Arsch rettest, nimm lieber das Auto. Wenigstens wird dich ein Auto nie verarschen. Aber Menschen? Naja. Das ist die Werkstatt. Okay.
Sehr gut. Das Auto ist bei seinem Besitzer. Und die Eddie ist gleich bei dir. Gute Taten werden immer belohnt. Job erledigt. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war der letzte. Theopraktisch. Mehr habe ich nicht mehr. Mehr habe ich, glaube ich, echt nicht mehr. Wenn jemand noch ein Fragezeichen sieht, schreibt es bitte in die Kommentare. Aber ich sehe kein Fragezeichen mehr. Also kein unentdeckter Ort mehr. Nur noch diese Ausrufezeichen mit... Hau den Leuten die Fresse zusammen. Nope, nope. Ah, hier ist noch einer. Okay. Ja. Warte mal hier, nehmen wir den. Was soll denn? Aber sonst keine Fragezeichen mehr, gell? Da ist noch einer. Oh, doch noch ein paar, hä? Zwei Stück? Zwei Stück? Eben, ich sag ja, die übersehe ich sowas von generell. Gut. Fahren wir gerade dorthin. Die schaffen wir aber auch nicht mehr in der Folge. Wir haben ja schon 20 Minuten am Tacho. Über 20 Minuten. Oh, das heißt, wir machen Feierabend nochmal mal in der nächsten Folge komplett alles durch und fertig und sehen uns dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine entspannte, geschmeidige Zeit. Haut rein, Leute. Tschaußen.